Mehrere Explosionen in der Stadthalle Kassel, dichter Rauch, schreiende und verwirrte Menschen rennen durcheinander. Keiner weiß, was gerade passiert ist. Dass es sich hier vielleicht um eine Übung handeln könnte, wusste zunächst niemand. Weder die Feuerwehr noch die Mitarbeiter der Stadthalle waren in diese Maßnahme eingeweiht. 20 Betroffene. Feuerwehr ist auf dem Weg. Zwei Löschzüge kommen. Was ist denn das jetzt hier? Das ist eine Übung. Das kann aber nicht angehen. Das ist eine Übung. Ja, kann es aber nicht sein. Doch. Und wir machen jetzt weiter so, als wäre es echt. Die Feuerwehr kommt auch. Die weiß auch nichts davon. Das ist natürlich im ersten Moment für jene Schocksituation. Und also die Schrecksekunde wird da wirklich zur Schreckminute, bis man überhaupt begreift, was da stattfindet. Das ist auch mit nur sehr viel Übung in den Griff zu kriegen. Ich denke, meine Männer haben das schon einigermaßen gut abgehandelt. Also das lief schon gut, aber klar, im ersten Moment sah man die Angst in den Augen. Das Szenario war, dass wir eine sehr kleine Vortragsveranstaltung in einem unserer kleineren Säle im Aschrottsaal laufen hatten und es aufgrund eines technischen Defekts zu einer Explosion in einer Elektroverteilung kam. Durch diese Explosion in der Elektroverteilung kam es dann zu einem Entstehungsbrand und der Raum war komplett verraucht. Zunächst mussten sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kassel ein Bild von der Lage verschaffen. Die betroffenen Personen verteilten sich im ganzen Gebäude, ein zusätzliches Problem für die Retter vor Ort. Während einige der Verletzten ins Freie liefen, blieben andere schwer verletzt, zum Teil nicht mehr ansprechbar im Gebäude liegen. Hier musste die Versorgung der Patienten vor Ort erledigt werden. In einem Nebengebäude wurde ein Sammelplatz für die Verletzten eingerichtet, wo nach einer genaueren Untersuchung entschieden wurde, wer wie weiter behandelt wird und wer in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Insgesamt war der Übungsverlauf zufriedenstellend, Probleme gibt es immer und das ist auch so gewollt. Nun, wir haben hier im Kongresspalais ein sehr detailliertes Sicherheitskonzept mit Gefahrenabwehrplänen, wie wir solche Lagen abarbeiten. Diese ganze Übung heute diente unter anderem auch dazu, um zu sehen, wie gut diese Abläufe sitzen. Ich muss sagen, dafür, dass es die erste scharfe und unangekündigte Übung war, bin ich sehr zufrieden. Das hat relativ gut geklappt. Natürlich gibt es da die ein oder andere Stelle, an der wir noch arbeiten müssen. Aber ich denke mir mal, das war fürs erste Mal und unangekündigt wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Ohne Fehler hätte bedeutet, dass irgendjemand vorher gepetzt hätte. Allerdings ergab sich während der Übung ein Problem, mit dem man so nicht gerechnet hatte. Auf einem Vordach befanden sich schwer verletzte Personen, die nur über eine Drehleiter gerettet werden konnten. Diese aber in Stellung zu bringen, stellte sich dann während der Übung als unmöglich heraus, denn die Oberleitung der KVG waren im Weg. In einem realen Fall hätte man diese Leitung jedoch abgeschaltet. Ja, wir hatten folgende Problematik aufgrund des Fahrtrades der KVG, welches noch unter Spannung stand, im Einsatzfall natürlich abgeschaltet werden würde. Und zu drei Fahnenmasten, die hier in dem Bereich stehen, war eine Rettung über die Drehleiter im Moment nicht möglich. Es sind aber bauliche Rettungswege hier in der Stadthalle mit eingebaut, um eine Rettung der Personen natürlich jederzeit zu ermöglichen. Alles in allem war man mit der Übung sehr zufrieden. Besonders die Geheimhaltung der Übung zeigte ihre Wirkung. Ein solches Szenario trägt in jedem Fall zur Sicherheit bei.